Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in ökonomische Analyse des Rechts mit Institutionen ökonomischen Grundlagen. Das hier ist Sitzung 13 und vorab ein paar Kleinigkeiten. Heute ist der letzte Tag, an dem Sie noch auf Moodle die Zwischenevaluation ausfüllen können. Herzlichen Dank schon mal an alle, die das gemacht haben. Das Feedback ist wirklich nützlich und ich werde mich bemühen, so viel wie möglich davon zu berücksichtigen und noch während dieses Semesters zu ändern. Und an alle, die es noch nicht gemacht haben, sie haben heute noch bis eine Minute vor Mitternacht die Zeit, die Zwischenevaluation auszufüllen. Und nur wenn sie mir Feedback geben, kann ich auch darauf eingehen. Dann, diese Woche ist wieder die Dienstagsvorlesung im Hörsaal ausgefallen. Klar, ich nehme sie ja gerade zu Hause auf. Und, ich weiß ja jetzt, dass einige von Ihnen es viel besser finden, wenn die Vorlesung im Hörsaal stattfindet, weil sie dann sich besser konzentrieren können, aus was für Gründen auch immer. Das heißt, ich würde mich bemühen, die Termine, die jetzt im Hörsaal ausgefallen sind, nachzuholen. Ne? Wir haben ja, und das ist ja kein Problem, wir können einfach die Vorlesung in den nächsten Wochen, wenn es eigentlich donnerstags nur online vorgesehen wäre, kann ich ja dann die Vorlesung dann stattdessen im Hörsaal machen und ich würde das einfach rechtzeitig vorher ankündigen. Okay? So, wir sind immer noch im Thema ökonomische Analyse des Vertragsrechts. Heute geht es um Gewährleistung und Garantien. Meine Maus ist verschwunden. So, wir sind immer noch im Kapitel ökonomische Analyse von Verträgen. Und heute schauen wir uns Gewährleistung und Garantien an, und zwar ihre Anreizwirkung, ihre Versicherungswirkung und ihre Signalwirkung. Dabei wiederholen wir viele Argumente der vorigen Sitzung, deswegen steht da Wiederholung in Anführungszeichen, weil wir ja noch nicht über Garantien gesprochen haben, aber die Argumente, die wir da benutzen werden, sind Wiederholungen, ne? Nämlich Haftung als Anreiz zur Sorgfalt nach Vertragsschluss und Haftung als Versicherung des Restrisikos von nach dem Vertrag eintretenden Ereignissen. Da greifen wir auf Argumente zurück, die wir schon kennen. Und was neu sein wird, ist Garantien und Gewährleistungen als Signal für in der Qualität von Produkten geronnener oder verkörperter Sorgfalt vor Vertragsschluss. Und dabei gehen wir ein auf die Eigenschaften von verschiedenen Gruppen von Gütern und schauen uns dann an, inwieweit Garantien und Gewährleistungen als Signal interpretierbar sind. Vorab begriffliche Klärungen. Was sind Garantien, was sind Gewährleistungen? Im Zweifel wissen Sie das besser als ich, also rein rechtlich. Ich lese hier nur, was ich auf der Folie stehen habe. Was ist denn der Unterschied zwischen Gewährleistungen und Garantien? Gewährleistungen sind die Rechte, die man bei Schlechtleistungen im Schuldvertrag, insbesondere Kaufvertrag oder Werkvertrag, hat. Das ist alles geregelt im BGB. Wo wissen Sie besser als ich? Und die Garantie ist etwas, das über die Gewährleistung hinausgeht und davon getrennt zu betrachten ist. Eine Garantie wird vertraglich vereinbart, wobei es hierzu schon reicht, wenn der Verkäufer in der Werbung Garantieversprechen gibt. Das BGB geht davon aus, dass Käufer Gewährleistungsrechte grundsätzlich haben, Garantien im Normalfall nicht, denn die müssen ja extra vereinbart werden. Das Gewährleistungsrecht kann als dispositives Vertragsrecht abgenommen werden, zumindest teilweise, und Garantien können vereinbart werden, müssen aber nicht. Gewährleistung ist verschuldensunabhängig, Garantien auch. Gewährleistung bezieht sich nur auf anfängliche Mängel. Wenn der Mangel erst später eintritt, hilft Gewährleistungsrecht nicht, aber eventuell mit Garantie, je nachdem, was im Vertrag vereinbart ist, denn es wird ja vertraglich vereinbart. Die Beweislast liegt bei Gewährleistung beim Käufer, wenn es sich beim Käufer um einen Verbraucher handelt, erst nach Ablauf von 6 Monaten. Bei einer Garantie wird im Zweifel vermutet, dass ein Garantieanspruch begründet ist. Das ist 443 BGB.
Typische Rechte bei Gewährleistung sind Nacherfüllung, Rücktritt und Minderung. Schadensersatz tritt jetzt nicht auf. Schadensersatz gibt es in diesem Zusammenhang nur, wenn der Schuldner fahrlässig den Produktfehler zu vertreten hat. Und bei Garantien gibt es als typische Rechte die Nacherfüllung. Aber konkret hängt das natürlich von der jeweiligen vertraglichen Ausgestaltung ab. Wir fragen uns, was würde im vollständigen Vertrag vereinbart werden zwischen einem Besteller und einem Hersteller, und zwar in Bezug auf die Sorgfalt bei der Herstellung. Klar, wir wissen, im vollständigen Vertrag würde es so vereinbart, dass es sich gerade nicht mehr lohnt, noch ein bisschen mehr Sorgfalt in das Produkt einzustecken, dann wäre es optimal. Und der marginale Nutzen aus zusätzlicher Sorgfalt soll genau so groß sein, wie die marginalen Kosten zusätzlicher Sorgfalt. Ne? Also der marginale Nutzen soll gerade den marginalen Kosten von Sorgfalt entsprechen. Wie kann man das erreichen? Grundsätzlich entweder über eine verschuldensunabhängige oder eine verschuldensabhängige Haftung. Das haben wir alles schon ausführlich behandelt. Und wie Sie sich erinnern, sollte bei der verschuldensabhängigen Haftung der Sorgfaltsmaßstab gemäß dem Non-Attent-Kriterium festgelegt werden. Die verschuldensunabhängige Haftung entspricht dabei der Garantiehaftung und somit ungefähr der Gefährdungshaftung. Hierbei trägt der Hersteller die gesamten entstehenden Kosten und somit wird die Summe der gesellschaftlichen Kosten minimiert, was gesellschaftlich optimal ist. Da haben wir jetzt aber ein Problem, weil das nicht ganz übereinstimmt mit dem, was wir im BGB finden. Denn der Hersteller haftet ja verschuldensunabhängig nur im Umfang der Kosten der Leistung. Aber Schadensersatz gibt es nicht. Schadensersatz gibt es nur verschuldensabhängig nach 280. Was ist der ökonomische Hintergrund einer solchen Regelung? Beide Regeln geben bei bekannter Schadenshöhe Anreiz zu optimaler Sorgfalt. Und um zu begründen, warum bei Schaden über die Kosten der Leistungserstellung hinaus keine verschuldensunabhängige Haftung vorgesehen ist, müssen wir uns fragen, ob es da vielleicht ein Vorhersehbarkeitsproblem gibt. Typischerweise kennt ja der Leistungserbringer nicht die Höhe des Schadens, die entsteht bzw. entstehen kann. Das heißt, der Leistungserbringer kann die Sorgfalt gar nicht optimal wählen, da er die Schäden gar nicht richtig einschätzen kann. Was kann der Gläubiger also tun? Er muss dem Schuldner also sagen, in welcher Höhe Schäden entstehen können, also ein Risiko offenbaren. Damit könnten wir wiederum eine ökonomisch sinnvolle, im Verkehr erforderliche Sorgfalt bestimmen und dadurch haben wir einen ökonomischen Maßstab für Fahrlässigkeit des Herstellers, wenn er nämlich darunter fällt. Und die erstmal etwas kompliziert anmutende Regelung im BGB, dass es nämlich Schadensersatz nur für Fahrlässigkeit gibt und die anderen Rechte unabhängig davon aus Gewährleistung, bewirkt, dass erstens der Hersteller Anreize hat, dem Normalfall entsprechend optimale Sorgfalt zu wählen und zweitens der Gläubiger einen Anreiz hat, sein Risiko zu offenbaren, und zwar sein echtes. Das ist alles theoretisch nichts Neues für Sie. Die Intuition für das alles haben wir schon im Rahmen der Ausgestaltung vollständiger Verträge behandelt. Aber selbst bei optimaler Haftung bleibt ja typischerweise ein Restrisiko übrig. Und die Frage ist dann aus ökonomischer Sicht, wer soll dieses Restrisiko tragen? Klar, im vollständigen Vertrag wissen Sie, es sollte derjenige sein, der das Risiko billiger versichern kann, ne? Der Cheapest Cost Insurer. Und wer ist das im Kaufvertrag oder im Werkvertrag? Also in unserem Kontext hier, welche Seite kann denn das Risiko besser einschätzen? Zumindest in Bezug auf die Kosten der Leistungserstellung kann das auf jeden Fall der Hersteller besser einschätzen. In den meisten Fällen würden Sie mir da wahrscheinlich zustimmen. Er weiß ja genau, was die Kosten der Herstellung sind. Er macht das regelmäßig wahrscheinlich, kann also das Risiko besser streuen. Unterm Strich kann der Hersteller also die Kosten der Leistungserstellung besser einschätzen und damit das Risiko. Darüber hinausgehenden Schaden kennt aber nur der Käufer und für den versichert sich der Hersteller nicht, denn solange er nicht fahrlässig ist, muss er lediglich nacherfüllen oder Rücktritt erlauben, nicht aber Schadensersatz leisten. Der Käufer kann diesen Schaden viel besser einschätzen und ist in diesem Fall in Bezug auf diesen Schaden der cheapest insurer,
also derjenige, der die Kosten der Versicherung tragen sollte. Was im BGB geregelt ist, scheint also ökonomisch sinnvoll, denn es würde auch in einem vollständigen Vertrag so vereinbart werden. Jetzt haben wir uns lediglich die Steuerung der Sorgfalt nach Vertragsschluss angeschaut. Macht auch irgendwie Sinn, denn nur die Sorgfalt, die nach Vertragsschluss auftritt, kann ja im Vertrag geregelt werden. Die Sorgfalt, die davor kam, die ist ja schon in der Vergangenheit, wenn der Vertrag geschlossen wird. Kann man aber trotzdem irgendwie die Sorgfalt vor Vertragsschluss steuern? Direkt nicht. Klar, es ist logisch ausgeschlossen. Aber vielleicht indirekt. Und wenn das indirekt gehen sollte, dann über irgendwelche Anreize. Und zwar, derjenige, der vor Vertragsschluss Sorgfalt leisten soll, muss irgendeinen Anreiz dazu haben, weil sich diese Sorgfalt auf seine zukünftigen erwarteten Gewinne auswirkt. Zum Beispiel durch besonders günstige Vertragsschlüsse. Ob das geht, hängt davon ab, ob der künftige Käufer seine Entscheidung davon abhängig machen kann, wie sorgfältig der Hersteller arbeitet. Denn nur dann gibt es einen Link von Sorgfalt zu gewinnen. Und eine Auswirkung der Sorgfalt auf den individuellen Gewinn des Herstellers kann nur vorhanden sein, wenn der potenzielle Käufer die Sorgfalt oder Qualität in irgendeiner Form beobachten kann. Denn nur dann kann er seine Kaufentscheidung von der Sorgfalt abhängig machen. Die Frage ist also, inwieweit die Qualität eines Gutes, also die Sorgfalt, die in die Herstellung des Gutes eingeflossen ist, beobachtbar ist. Und wie Sie sich sicher vorstellen können, hängt das davon ab, um was für ein Gut es sich in dem Vertrag handelt. Wir können drei verschiedene archetypische Fälle von Gütern unterscheiden. Einmal der Fall, dass Qualität vor Vertragsschluss beobachtbar ist. Das nennen wir auf ökonomisch Suchgut oder ein Gut mit Sucheigenschaften. Und das ist natürlich der günstigste Fall. Das trifft zum Beispiel auf Obst und Gemüse zu. Ne? Denn wenn Sie es aus dem Regal nehmen, sehen Sie direkt, ob die Ware schlechte Stellen hat oder vielleicht schon verschimmelt ist. Sie können die Qualität also vor Vertragsschluss beobachten. Ihnen fallen bestimmt noch mehr Beispiele ein. Der zweite Fall ist das sogenannte Erfahrungsgut oder Gut mit Erfahrungseigenschaften. Und hier sieht man die Qualität erst nach Vertragsschluss. Das wären so Sachen wie Milch im Tetrapack. Da sehen Sie erst zu Hause, ob die vielleicht zu warm gelagert wurde. Oder vielleicht ein Gebrauchtwagen. Ja, da merken Sie auch erst, wenn Sie den ein paar Kilometer gefahren sind, ob da irgendein voriger Schaden war, der von außen nicht zu sehen ist. Das nennt man Erfahrungsgüter. Und die dritte Form von Gütern sind die problematischsten. Das sind die sogenannten Vertrauens- oder Glaubensgüter. Da kann man die Qualität nie beobachten. Ein Beispiel hierfür wäre die Dienstleistung eines Zahnarztes oder irgendeines Arztes. Selbst wenn der Zahnarzt gute Arbeit geleistet hat, kann es sein, dass Sie weiter Zahnschmerzen haben. Sie können es nicht beurteilen. Und die Qualität dieser Dienstleistung ist für den Kunden nicht einschätzbar, auch nicht nach Vertragsschluss. Und unterm Strich ist das natürlich alles hier eine relativ künstliche, akademische Trennung. Im Endeffekt werden Sie merken, wenn Sie nach Beispielen suchen, haben die meisten Güter Eigenschaften, die in alle drei Kategorien reinfallen. Und der Einfachheit halber nehmen wir einfach mal an, wir könnten alle Güter klar einer Kategorie zuordnen, damit wir sie separat nacheinander behandeln können. Schauen wir uns also zuerst die Suchgüter an. Oft auch Güter mit Sucheigenschaften genannt. Das, was die auszeichnet, ist, dass die Qualität, die Eigenschaft des Gutes vor Vertragsschluss beobachtbar ist. Wie wirkt denn dann Sorgfalt des Herstellers auf den individuellen Gewinn aus künftigen Verträgen? Naja, aus Sicht des Herstellers führt Sorgfalt unmittelbar zu Qualität. Qualität führt unmittelbar zu höherer Zahlungsbereitschaft des Käufers, denn der kann es ja vor Kauf beobachten, und damit zu höheren Gewinnen des Herstellers. Das heißt, wir haben eine ununterbrochene Kausalkette von Sorgfalt zu den Gewinnen des Schuldners. Bei reinen Suchgütern brauchen wir also keine
rechtlichen Regeln in Bezug auf die Qualität und die Sorgfalt bei Herstellung. Denn wenn der potenzielle Käufer die Sucheigenschaften des Gutes vollständig ex ante beobachten kann, dann setzt der Käufer mit seiner Kaufentscheidung genug Anreize, um zu einer Situation zu gelangen, die auch in einem vollständigen Vertrag vereinbart würde. Und dadurch, dass wir eine lückenlose Verbindung von Sorgfalt zu Zahlungsbereitschaft zu den Gewinnen haben, sind die Anreize gerade so gesetzt, dass die marginalen Sorgfaltskosten gerade der marginalen Zahlungsbereitschaft entsprechen werden. Und das ist natürlich genau das, was die Parteien auch in einem vollständigen Vertrag vereinbaren würden. Hier gibt es also keine Probleme. Jetzt sind aber nicht alle Güter Suchgüter. Wie ist das denn mit Erfahrungsgütern? Also Güter mit ausschließlich Erfahrungseigenschaften. Also Güter, bei denen die Qualität, die Eigenschaften erst nach Vertragsschluss sichtbar werden. Sie erinnern sich bei solchen Gütern, das habe ich eben schon gesagt. Jedenfalls, in der Kette der Wirkung von Sorgfalt haben wir jetzt irgendwo eine Unterbrechung. Und zwar haben wir nach wie vor, dass die Sorgfalt unmittelbar auf die Qualität wirkt des Gutes, aber da der Käufer die Qualität erst nach Vertragsschluss beobachten kann, wirkt sich die Qualität jetzt nicht mehr auf die Zahlungsbereitschaft des Kunden aus und damit auch nicht direkt auf die Gewinne des Herstellers. Hier haben wir also den Bruch in der Kausalkette und die große Frage ist jetzt, was heißt das für die Schlussfolgerung und für die empfohlenen rechtlichen Regelungen? Das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an und um das beantworten zu können, nehmen wir mal einen Beispielfall. Und zwar lautet der Fall wie folgt. Die Haltbarkeit von Kleidung hängt von der bei der Produktion eingesetzten Sorgfalt ab. Eine große Haltbarkeit ist also mit hohen Produktionskosten verbunden, eine geringe Haltbarkeit mit geringen Produktionskosten. Wir unterstellen, dass es nur zwei Typen von Produzenten gibt, solche mit großer Haltbarkeit der Kleidung und hohen Produktionskosten und solche mit geringer Haltbarkeit der Kleidung und geringen Produktionskosten. Die Frage ist jetzt, welcher Typ von Anbietern sich am Markt durchsetzen wird. Wenn die Konsumenten die Haltbarkeit beim Kauf nicht erkennen können und es keine Gewährleistung und auch keine Garantien gibt. Dazu nehmen wir ein Zahlenbeispiel. Q ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kleidungsstück lange hält, wobei diese Wahrscheinlichkeit bei hoher Sorgfalt 95% sei, das ist QH, und bei niedriger Sorgfalt QL und 80% sei. Der Wert W eines intakten Kleidungsstücks für den Konsumenten ist 100 und die Produktionskosten sind bei hoher Sorgfalt 80 Euro, das ist CH, und bei niedriger Sorgfalt 70, das ist CL. Dann haben wir noch die Wahrscheinlichkeit Lambda oder die Variable Lambda. Lambda ist der Anteil der Produzenten, die hohe Sorgfalt in die Produktion reinstecken und dieser Anteil ist natürlich endogen im Unternehmen. Endogen, das heißt, wird aus dem Modell heraus bestimmt, nicht exogen vorgegeben. Und um dieses Modell zu lösen, fragen wir uns zunächst, wie der Wert eines Kleidungsstücks ist. Ein Kleidungsstück, das lange haltbar ist, hat für den Konsumenten einen Wert W' von 95, das ist 100 mal 0,95. Das nicht so haltbare Kleidungsstück hat einen Wert von 80, das ist 100 mal 0,8. Daraus können wir den durchschnittlichen Wert für den Käufer berechnen, und zwar mit Wahrscheinlichkeit Lambda hat das Kleidungsstück einen Wert von 95 für den Konsumenten und mit der Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus Lambda hat das Kleidungsstück einen Wert von 80 für den Konsumenten. Und da haben wir jetzt noch keine konkrete Zahl stehen, weil Lambda ist noch nicht bestimmt. Das müssen wir aus dem Modell erst heraus bestimmen. Wir wissen jetzt nur, der durchschnittliche Wert für den Konsumenten von Kleidungsstücken ist Lambda mal 95 plus 1 minus Lambda mal 80. Schauen wir uns jetzt mal an, wie die Gewinne jedes Kleidungsstück bei unterschiedlichen Preisen sind für die unterschiedlichen Hersteller. Zunächst für den Hersteller von Kleidung mit hoher Haltbarkeit bei einem Preis von, also in dieser Tabelle hier haben wir verschiedene Preise abgetragen und überlegen uns für jeden Preis einfach mal beispielhaft, wie
die Gewinne der jeweiligen Hersteller aussehen. Bei einem Preis von 65 macht der Hersteller, der viel Sorgfalt reinsteckt, einen Verlust von 15. Denn er produziert ja zu Kosten von 80 und bei einem Preis von 65 fehlen da 15 zur Kostendeckung. Also ein Gewinn von minus 15. Und genau nach dem gleichen Prinzip können wir den Rest dieser Gewinntabelle ausfüllen und sehen, dass ab einem Preis von über 80 der Hersteller mit hoher Sorgfalt positive Gewinne macht. Das gleiche können wir uns überlegen für die Hersteller, die geringe Sorgfalt reinstecken. Und da sehen wir, dass ab einem Preis von 70 und drüber positive Gewinne gefahren werden. Bitte jetzt das Video anhalten und die Zahlen nachvollziehen, damit Sie auf jeden Fall wissen, wo die Zahlen herkommen. Es ist eigentlich immer nur Kosten, also Stückkosten, minus Stückpreis. Andersrum, Preis minus Stückkosten. Sagen wir jetzt mal, beispielhaft, am Anfang sei aus irgendwelchen historischen Gründen ein Preis von 85 gegeben und ein Anteil der guten Produzenten von ein Drittel. Das steht hier. Wie hoch ist dann die maximale Zahlungsbereitschaft? Sie ändern sich. Im Durchschnitt ist der Wert für den Kunden Lambda mal 95 plus 1 minus Lambda mal 80. Da setzen wir Lambda ein Drittel ein, kommen auf eine Zahlungsbereitschaft von 85. Und das ist gut, denn der Preis ist auch 85, das heißt, es wird auf jeden Fall alles nachgefragt, der Markt wird geräumt und alle Hersteller machen auch Gewinne. Woran sehe ich das? Naja, bei einem Preis von 85 sind wir hier, die Hersteller mit hoher Haltbarkeit machen positive Gewinne und die Hersteller mit niedriger Haltbarkeit machen auch Gewinne. Jetzt ist es aber nur der Anfangszustand, es gibt typischerweise Wettbewerber um die Konsumenten und jeder Hersteller, der positive Gewinne macht, hat Spielraum, seine Preise zu senken und um damit potenziell seine Gewinne über eine höhere Absatzmenge noch weiter zu steigern. Zum Beispiel könnte der Preis auf 80 sinken. Damit ändert sich jetzt noch nichts am Anteil der guten Produzenten, Lambda, aber jetzt ist der Preis niedriger als die maximale Zahlungsbereitschaft. Denn die ist ja immer noch 85, weil Lambda immer noch ein Drittel ist. Das hat wiederum einen Effekt auf die Gewinne der Hersteller, denn bei diesem Preis von 80 machen jetzt die Hersteller mit viel Sorgfalt gerade noch null Gewinne und die Hersteller mit niedriger Sorgfalt machen immer noch positive Gewinne. Und die Hersteller von niedriger Qualität haben ja immer noch Spielraum, Preise zu senken, weil sie immer noch positive Gewinne machen. Und dadurch immer noch einen Anreiz, ihre Preise weiter zu senken, um ihre Absatzmenge zu steigern. Und bei einem Preis von 75 zum Beispiel hätten die Hersteller, Moment, hätten die Hersteller hoher Qualität jetzt Verluste, würden also aus dem Markt ausscheiden. Denn sie könnten ja nur noch mit Verlust produzieren und die Hersteller niedriger Qualität hätten immer noch gerade so positive Gewinne. Unterm Strich werden die Hersteller hoher Qualität also nach und nach aus dem Markt ausscheiden, sodass wir irgendwann bei einem Lambda von 0 ankommen. Dadurch sinkt die maximale Zahlungsbereitschaft der Konsumenten auf 80. Warum? Wenn hier Lambda gleich 0 eingesetzt wird, dann steht ja hier insgesamt auch 0. Und dann haben wir da noch stehen, 1 mal 80 ist nichts anderes als 80. Das heißt, die Konsumenten kriegen ja mit Sicherheit ein Kleidungsstück mit niedriger Haltbarkeit. Und das reicht aber trotzdem noch für die Hersteller niedriger Qualität zu überleben. Und das wichtige Ergebnis jetzt ist aber, die Hersteller guter Qualität werden aus dem Markt ausscheiden. Und das war jetzt die Situation ohne Garantien, okay?
Das kann ja aus gesellschaftlicher Sicht nicht unbedingt wünschenswert sein. Und wir fragen uns jetzt, wie kann der Zusammenhang zwischen Qualität des Gutes und der Zahlungsbereitschaft des Kunden wiederhergestellt werden? Grundsätzlich können wir drei Wege unterscheiden. Der erste Weg wäre Reputation. Wer einen Ruf hat, gute Qualität herzustellen, kann diesen Ruf eventuell benutzen, den Konsumenten auch wirklich davon zu überzeugen. Zweiter Weg wären Gewährleistungen und Garantien, denn damit könnten Hersteller Signale senden, dass ihre Produkte gut sind. Ähnlich wie wir es beim Arbeitsvertrag mit den Universitätsabschlüssen besprochen haben. Und der dritte Weg wäre staatliche Regulierung, sowas wie Verbraucherschutz. Da steht jetzt ein Fragezeichen dahinter, weil wir das heute nicht ausführlich behandeln und oft ist es klar, dass das nicht der optimale Weg sein kann, weil es sehr hohe Kosten auf staatlicher Seite erfordern würde, weil es so stark in dezentrale Entscheidungen eingreift. Schauen wir uns erstmal den Weg der Reputation an. Was ist Reputation aus ökonomischer Sicht? Reputation ist ein allgemeines Wissen, dass ein bestimmter Hersteller eine bestimmte Qualität liefern wird. Und um zu verstehen, warum Reputation eine Verbindung zwischen Qualität und Zahlungsbereitschaft herstellt, müssen wir uns fragen, was der Anreiz für den Hersteller ist, eine hohe Qualität zu liefern und dabei zu bleiben. Er könnte ja genauso gut den Anreiz haben, schlechte Qualität zu verkaufen, wenn die Konsumenten bereit sind, viel zu zahlen. Spieltheoretisch haben wir es hier mit einem wiederholten Spiel zu tun. Und solange die Reputation des Herstellers Bestand hat, kann der Hersteller auch die gute Ware teuer verkaufen. Der Hersteller hat aber auch die Option, sich seine Reputation zu zerstören, indem er nämlich schlechte Ware zum hohen Preis verkauft. Also das wäre dann, er hat noch Reputation, die Leute sind bereit, viel zu bezahlen und in irgendeiner Periode bietet er dann schlechte Ware an, aber nimmt in dieser Periode noch den hohen Preis mit, weil noch ist seine Reputation ja intakt. Das sind quasi seine zwei Handlungsoptionen. Und was hat das für Folgen, wenn er seine Reputation zerstört? Kurzfristig, genau genommen einmal in dieser Periode, hat der Hersteller einen hohen Gewinn, nämlich durch den Verkauf von schlechter Ware zu einem hohen Preis. Langfristig, also ab der Zerstörung der Reputation, hat der Hersteller geringere Gewinne, weil er hat ja keine Reputation mehr und deswegen sind die Konsumenten ab da nicht mehr bereit, hohe Preise zu zahlen. Wofür der Hersteller sich jetzt letztendlich entscheidet, hängt logischerweise von seinem Zeithorizont ab. Ne? Also ob ihm die Zukunft wichtiger ist oder ob ihm das jetzt wichtiger ist. Ein Beispiel für ein solches Kalkül, das auch nicht ganz legal ist, wäre ein Shop auf eBay, der sich mit vielen kleinen Transaktionen einen guten Ruf aufbaut und dann anfängt, teure Güter zu verkaufen, die gar nicht auf Lager sind. Ne? Das hat es schon mal gegeben. Und der Kaufpreis wird dann einbehalten und die Güter werden nicht geliefert und irgendwann verschwindet der Shop einfach. Das muss natürlich nicht immer so ein illegales Beispiel sein. Es kann beliebige exogene Gründe geben, warum ein Hersteller nicht so viel Wert auf zukünftige Gewinne legt. Und eine Voraussetzung dafür, dass Reputationsmechanismen überhaupt funktionieren, ist, dass die Qualität von Gütern nach Vertragsschluss beobachtbar und kommunizierbar sind. Wie kann Qualität kommuniziert werden? Naja, von Mund zu Mund, also Sie können Ihre Freunde fragen, was die Qualität dieses Gutes angeht oder grundsätzlich von Gütern einer Marke. Sie können in Stift- und Warentest nachlesen, wie es mit der Qualität einer bestimmten Marke ist. Oder irgendwelche Online-Portale, ne? Sowas wie Quip. Ah, da kann man auch nachlesen, wie zum Beispiel die Dienstleistungsqualität in einem Restaurant ist. Und der hier gezeigte Mechanismus zeigt vor allem, wie Reputation aufrechterhalten werden kann, also wenn Reputation schon da ist. Aber was wir jetzt noch nicht explizit behandelt haben, ist, wie ein Hersteller Reputation überhaupt erst aufbauen kann. Denn irgendwann fängt jeder neu auf dem Markt an und hat erstmal keine Reputation. Und die Frage ist, wie gelingt es ihm, eine bestimmte Reputation zu bekommen. Und da ist eine Option für den Hersteller, dass er über Garantien oder Gewährleistungen signalisiert,
dass er Qualitätsgüter herstellt. Vor allem natürlich über Garantien, denn Gewährleistungen sind ja streng genommen kein echter Handlungsparameter für den Hersteller, das ist ja gesetzlich gegeben. Folgendes Beispiel dazu von einem Versandhändler von Kleidung. Und zwar steht in den AGB dieses Versandhändlers: Falls Sie nicht zu 100% mit einem bei uns bestellten Artikel zufrieden sind, können Sie ihn jederzeit an uns zurücksenden und wir erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Das ist ja eine ganz schöne Garantie. Und eine Gefahr bei einer solchen Garantie für den Hersteller ist natürlich Opportunismus der Konsumenten. Man könnte sich ja was Schickes für ein Fest kaufen und nach dem Fest einfach wieder kostenlos zurückgeben, weil man sagt, es gefällt einem nicht mehr. Das ist natürlich ein Grund, warum man bei Versandhändlern mit solchen AGB keine Brautkleider oder super teure Sachen findet. Und trotz dieser Gefahr kann es sich für den Hersteller lohnen, so eine Strategie zu fahren, also so eine Klausel in den AGB zu haben. Und die Frage ist dann, wie funktioniert eine Garantie also als Signal für gute Qualität? Wir unterstellen mal, dass sich die Haltbarkeit von Kleidung im Laufe der ersten 6 Monate nicht zeigt und geringe Haltbarkeit später nicht als anfänglicher Mangel nachweisbar ist. Das heißt, Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen. Außerdem nehmen wir mal an, dass geringe Haltbarkeit mit geringen Produktionskosten verbunden ist. Reputation lassen wir außen vor, denn wir interessieren uns ja jetzt für die Wirkung von der Garantie. Und alles andere belassen wir wie eben im Zahlenbeispiel. Wieder können wir uns dann also fragen, welche Anbieter sich am Markt durchsetzen werden, wenn es über die gesetzlichen Mangelansprüche hinaus keine Garantien gibt. Wir unterstellen insbesondere, dass Konsumenten die Qualität beim Kauf nicht feststellen können. Was ohne Garantien passiert, haben wir ja eben schon gesehen, da werden die Hersteller mit den hohen Produktionskosten aus dem Markt gedrängt. Was ist aber mit, wenn wir jetzt Garantien haben? Mit Garantie ist es ja jetzt so, dass pro verkaufte Einheit eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass man die Kleidung ersetzen muss. Klar, das ist ja der Sinn der Garantie oder der Inhalt der Garantie. Bei hoher Kleidung zum Beispiel wäre das ja mit Wahrscheinlichkeit 5% der Fall. Ne? Also 1 minus Q. 5%, ne? 5% der Kleidung hoher Qualität muss ersetzt werden. Anders gesagt, 5% der verkauften Kleidung hoher Qualität muss der entsprechende Hersteller ersetzen, hat also nochmal die Produktionskosten. Ne? Denn die Garantie besagt ja, dass man das auf jeden Fall ersetzt bekommt. Und von diesen 5% sind wiederum 5% Garantiefälle, für die fallen nochmal Produktionskosten an. Und so weiter und so weiter. Sie können sich vorstellen, das kann man unendlich so weiterrechnen. Und glücklicherweise gibt es für eine unendliche Reihe dieser Art eine Formel, sodass sich am Ende Produktionskosten von C mal 1 durch Q ergeben. Oder einfacher gesagt C durch Q. Ne, das ist das Gleiche. C durch Q sind also die Kosten pro erfolgreich verkauftem Kleidungsstück bei Garantie, mit Garantie. Wenn wir da einsetzen, C und Q sind die Kosten der Herstellung hoher Qualität 84,21 und die Kosten, also das kommt gleich, daraus ergibt sich dann folgende Gewinntabelle, wieder immer Preis minus Kosten. Das gleiche können wir für den Hersteller niedriger Qualität berechnen, seine Kosten sind jetzt pro verkauften Kleidungsstück 87,5. Das ergibt folgende Gewinntabelle. Wieder, falls Sie sich nicht sicher sind, wie die Zahlen zustande kommen, jetzt anhalten und immer mal Preis minus Kosten sich überlegen. Denn ja, Preis minus Kosten ist ja auf die Einheit gerechnet der Stückgewinn. Ne? Das ist nichts anderes als das, was da steht. Und wer wird sich jetzt am Markt durchsetzen? Klar. Die Preise werden sich bei Wettbewerb irgendwo bei 85 Euro einpendeln. Bei diesem Preis können die Hersteller niedriger Qualität nicht mehr mit Gewinn verkaufen. Das heißt,
Und die anderen Hersteller, die mit hoher Qualität, können noch verkaufen mit Gewinn. Das heißt, auf der Marktverkleidung mit Garantie gibt es langfristig nur die guten Hersteller. Wer also eine Garantie anbietet, kann damit signalisieren, dass er zu den guten Herstellern gehört. Problem, potenzielles Problem, wer stellt denn sicher, dass die Garantieansprüche auch wirklich eingelöst werden? Es könnte ja wieder ein Betrug sein. Der Hersteller könnte eine besonders lange Garantie versprechen, aber im kommenden Jahr schon vom Markt verschwunden sein. Dann nützt einem der Garantieanspruch nichts. Ein weiteres Problem, das auftreten könnte, wäre Opportunismus auf der Konsumentenseite. Das haben wir eben schon angesprochen. Wenn zum Beispiel eine Zufriedenheitsgarantie oder eine lebenslange Garantie gegeben wird, kann der Konsument das ja ausnutzen. Ein Beispiel, wie Hersteller solchen Opportunismus vermeiden können, wäre, wenn die Hersteller versuchen, gezielt potenziell eher ehrliche Konsumenten zu bewerben. Okay?